Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Die müssen wir auch füttern. Das ist ja so eine Sache. Da weiß ich nur noch weniger als über die Bienenkiste. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie viel. Also wir haben ja den ersten Schwarm, der war relativ stark, der ist schon auf 2 Zagen. Dann den Ableger, der war relativ schwach. Dann haben wir hinten einen weiteren Schwarm, den habe ich ja erst am 9. oder 10. August eingefangen und dann hinten das Volk ohne Königin. Also da weiß ich gar nichts. Ich gucke jetzt mal rein und da muss ich einfach irgendwie nach Gutdünken entscheiden. Beginnen tun wir mit dem ältesten Schwarm, den ich habe. Das war das stärkste Volk. Da fehlen noch ein paar Rämischen drin, die werde ich jetzt auch noch reintun. Da haben wir schon Wildbau drin, ich hatte mir fast gedacht. Aber ich hatte beim letzten Mal keine Rämischen fertig. Aber nicht viel, nur ein klein bisschen. Da mache ich auch nichts weiter dran. Ich setze das jetzt voll, dann werden die gefüttert. Sonst habe ich wieder irgendeine Königin beschädigt. Bei dem, wie gesagt, bin ich mir unklar. Ein Kanister, anderthalb Kanister, ich weiß es nicht. Ich gebe jetzt erstmal so eine Schüssel voll. Wie gesagt, das ist 8 Zehntel von einem Kanister. Und dann muss ich mal gucken. So, eine ganze Portion. Auch wieder an die Wand dran. So. Und das muss reichen. So, der zweite Volk ist der Ableger vom Verein. Da will ich mal etwas genauer reingucken. Vor allen Dingen weiß ich wegen dem Füttern nicht genau und nicht welche Menge. Weil alle haben ja schon was bekommen. Die ganze Zeit schon. Ich habe die am letztendlich mit Futter immer gefüttert, weil so spät wie das war, da war ja nichts mehr zu holen oder wenig zu holen. Also Brut ist drauf. Brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Was ist das? Buckelbrut heißt das, glaube ich. Aber da habe ich vergessen, was das bedeutet. Buckelbrut. Soll das bestimmt sein. Auch Brut drauf. Also. Besser kann er nicht aussehen. Denke ich mal. So, dann machen wir die wieder rein. Gar kein großes Spiel machen. Auch Brut drauf. Also. Besser kann er nicht aussehen. Denke ich mal. So, dann machen wir die wieder rein. Gar kein großes Spiel machen. Die letzte Wabe da reinzukriegen, da tue ich mir immer schwer mit. Noch ein bisschen was von dem Wildbau hier abmachen. Ich denke mal, bei dem Volk müsste das mit der Kiste gut hinkommen. Dann machen wir das mal da drauf. Wieder bis an den Rand dran. So. Da ist noch jede Menge Futter drin. Das ist das Volk, was ich erst im Anfang August eingefangen habe. Den Schwarm. Außen ist noch gar nichts. 3 leere. Auf der wird gebaut. Hier ist noch keine Brut. Hier auch nicht.
Und diese Stifte, wie gesagt, die finde ich ja gar nicht, die sehe ich ja gar nicht. Und hier auch nicht. Also wird da keine, ist da im Moment noch keine Brut drin. Damit weiß ich also nur gar nichts anzufangen, was ich mit diesem Volk machen soll. Wie gesagt, Zuckerlösung haben sie noch genug. Also bei den ersten beiden Völkern mache ich mir keine Gedanken. Der erste Schwarm und der Ableger. Der dritte Schwarm oder der letzte Schwarm hier, der von Anfang August. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Kann ich einfach nur bauen lassen und dann mal gucken, was draus wird. Jetzt kommen wir zu meinem größten Problem hier, diesen. Mal sehen, ob da wieder eine Königin drin ist, ob da wieder Brut drin ist. Einfach mal gucken. Bin mal gespannt. Herr Liebig hat ja ganz klar gesagt, es wäre noch Zeit, sich eine neue Königin zu ziehen. Ich bräuchte mir eigentlich keine großen Gedanken machen. Jetzt wollen wir mal gucken. Viel los ist hier nie an diesem Volk. Da geht bei den anderen schon viel mehr los. Keine Brut. Auch keine. Aber Honig haben die genug. Den kann ich ja glatt das Futter wegnehmen. Oder Nahrung haben sie genug. Darauf hat meine ganze Hoffnung basiert. Aber scheint, hat da bis jetzt noch nichts gefruchtet. Jut. Gut, also mit dem letzten Volk da, wo die Königin fehlt, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich sehe da nichts, die weiß nur, die Waben sind enorm schwer, also die haben eine Menge Futter drin. Ich habe denen jetzt auch kein weiteres Futter da reingestellt. Wie gesagt, diese eine Weiselzelle ist offen, aber ob da jemals eine Königin drin war, weiß ich nicht. Aber was mich irritiert, merken die nicht, dass die keine Königin haben? Die arbeiten einfach weiter, die bauen, die sammeln, die lagern da Futter ein. Merken die nicht, dass die keine Königin mehr haben? Oder was für Möglichkeiten habe ich jetzt? Ich meine, das ist ja auch noch ein anderes Maß. Man könnte ja irgendwie die auch mit anderen vereinigen, ja, aber das ist ein anderes Maß. Ich weiß nicht mal, wie ich das machen sollte. Also das ist jetzt echt ein Problemkind. Die ersten beiden in Ordnung. Der Schwarm von Anfang August, okay, müssen wir mal sehen. Und das letzte da habe ich wenig Hoffnung. Gut. Ah, ich habe hier noch ein Problem hinter mir stehen, das wollte ich noch mal kurz ansprechen, wollte ich auch nicht machen. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie Wachs rausschneide, dann habe ich den ja hier hinten liegen eine Zeit lang. Gut, jetzt liegt er hier. Ich meine, das ist jetzt 10 Meter von den Bienen entfernt. Ich kann die doch eigentlich gut das ausschlecken lassen, weil wen stört das? Ich meine, Räuberei, das ist ja nur dann, wenn das wirklich daneben wäre, dass das vielleicht zur Räuberei führen würde. Hier liegt das rum, einfach irgendwo hin, irgendwann ist es leer und dann geben die Bienen da dran. Ich weiß es nicht. Gut, wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog, YouTube-Kanal RR Hase. Nicht nur Bienen, Selbstversorgung, Enten, Riesengarten, alles was damit zusammenhängt. Ja. Unten in der Beschreibung ist ein Link zu meinem Blog. Da ist das Ganze nochmal in Worten beschrieben, vielleicht auch etwas umfangreicher. Erst lesen und dann fragen. So, bis dann. Tschüss.